Auch heute sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und freue mich, dass du dabei bist. Ich habe gleich einen Termin bei einem Kunden aus der Immobilienbranche und bevor ich da hinfahre, möchte ich mal drei kurze Denkanstöße für Immobilienmakler mit auf den Weg geben, die für dich als Verkäufer aber auch allgemeingültig sind. Wir sehen uns nach dem Intro. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, möchte ich mich einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Und zwar bei dir, lieber Christian. Du siehst jedes Video von uns. Du schreibst unter jedes Video einen Kommentar. Und du hast sogar, und das fand ich so super, uns einen handschriftlichen Brief geschrieben, dass du hier im YouTube-Channel schon so viel gelernt hast. Ich lade dich mal sehr, sehr gerne persönlich ein, wenn du hier in der Nähe bist oder ich in deiner Nähe bin. Ich möchte mich unheimlich gern mal persönlich mit dir austauschen und wollte das hier mal loswerden. Also vielen Dank, lieber Christian. Und bleib gerne lang dabei und alle anderen vielen Dank, dass ihr auch immer so fleißig zuschaut. Das tut uns sehr, sehr gut und deswegen machen wir jetzt wieder den Schwung in den Content-Bereich. Der Sebastian hat mir geschrieben, ein Coaching-Teilnehmer, der dabei ist, Termine zu vereinbaren für kostenfreie Immobilienbewertungen. Er schreibt im Prinzip, dass die Kunden sagen, Mensch, wenn sich meine Lebensumstände ändern, dann komme ich gerne auf sie zurück. Und im Moment ist es einfach so, dass ich nicht verkaufen möchte. Also Hausbesitzer, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser etc., die sagen, ich möchte aktuell nicht verkaufen. Seine Frage ist, wie bringe ich in diesen Prozess mehr Verbindlichkeit rein? Und der erste Gedanke, den ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, jeder Makler und auch große Maklerfirmen, Unternehmen, sehr bekannte Unternehmen, gehen grundsätzlich erstmal mit der kostenfreien Einwertung der Immobilie als Akquise-Tool raus. Das heißt, die Hauseigentümer kennen diese Vorgehensweise und wenn es doch schon, sorry dafür, ein bisschen abgelutscht ist, ist es dann noch gut genug für dich, um besonders zu sein. Also anders zu sein als die anderen ist ja bekanntermaßen ganz oft der erste Weg zum Erfolg oder der Weg zum Erfolg. Deswegen, nur mal so eine Randnotiz, ist diese Einwertungsgeschichte für dich der richtige Weg oder hast du andere coole Möglichkeiten, um präzise auf dein Kundenklientel zuzugehen? Der zweite Punkt, was ja eigentlich auch deine Frage beinhaltet, ist die Verbindlichkeit und wie kannst du diese erzeugen? Wenn er sagt, ja, das Haus gehört mir und ja, ich will jetzt nicht verkaufen und auch nicht morgen, wie es ja ganz oft ist, ne? Dann höre ich immer, ja, okay, danke fürs Gespräch, tschüss. So, dann ist das Gespräch vorbei. Dann hast du keine Informationen, du bist nicht im Kopf geblieben, du bist nach 30 Sekunden wieder aus dem Kopf des Gegenübers raus. Und das ist, ja, null Verbindlichkeit. Da wirst du niemals in den Genuss kommen, eine Immobilie zu veräußern. Deswegen solltest du in das Hypothetische wechseln und sagen, Mensch, bin davon ausgegangen, dass sie jetzt nicht Hurra schreien oder morgen ihre Immobilie veräußern möchten, völlig klar. Ich kenne ja den Markt lang genug. Viel wichtiger ist es, dass sie in dem Moment, wo es mal aktuell wird, einen Partner haben, der sie da auch versteht. Deswegen meine Frage, nur mal angenommen, nur mal so ein Gedanke, nur mal gesponnen. Sie wollen, sie möchten, sie müssen ihre Immobilie veräußern. Sagen Sie, was sind die drei wichtigsten Punkte, die Sie als Anforderung an einen Vermarktungspartner rausgeben? Was ist für Sie in diesem Zusammenhang wichtig? Was steht da bei Ihnen auf der Wunschliste? Und jetzt lässt du dein Gegenüber etwas kommen und der sagt dann, Mensch, ja, also Preis spielt natürlich eine Rolle, ne? Preis der Immobilie, ja, bin ich komplett dabei. Was noch, ja, die ganzen Unterlagen und alles das, was gemacht werden muss, so, ne? Also mir wäre es ganz lieb, wenn das bequem abläuft und ich das alles so in fremde Hände gebe, also in externe Hände gebe. Okay, super. Und auf was legen Sie noch Wert? Ja, auch diese Besichtigungstermine, die möchte ich ungern selber machen. Okay, super, diese drei Punkte, haben Sie noch was? Nee, alles klar. Sagen Sie, wenn Sie grundsätzlich einen Partner sehen, der das auch ermöglicht, dann ist es für Sie interessant? Ja, dann schon, wenn es denn so weit ist, ich will ja nicht verkaufen. Nee, alles gut, nur meine Idee ist, Sie bekommen einmal von mir die Kontaktdaten und dann sollten wir mal schauen, wann wir wieder telefonieren, wann wir in den Austausch gehen. Wissen Sie, am Ende, und das ist mir ganz wichtig, ich möchte ja nicht einer von vielen sein, sondern derjenige, der dann wirklich Sie auch versteht, wenn es soweit ist. So, sagt das wirklich ganz offen, spricht das offen an und wenn Sie einen Experten brauchen, dann will ich noch bei Ihnen im Kopf präsent sein und nicht einmal irgendwie 60 Sekunden, danke, tschüss. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich Geschäfte mache. Also,
Die erste Idee ist, über das Hypothetische deinen Gegenüber in die Situation zu holen, um Verbindlichkeit herzustellen und das dann abzuriegeln mit dem Austausch der Kontaktdaten oder vielleicht auch mal mit einem gemeinsamen Kaffee oder einem Besuch in deinem Büro, wie auch immer. Bleib im Kopf deines Gegenübers. Das ist die erste Bemerkung. Dann habe ich einen YouTube-Kommentar bekommen zum Einwandbehandlungsvideo. Kannst du mal bitte ein Video zum Thema "Wir brauchen keinen Immobilienmakler, wir machen das selbst" machen? Jetzt könnte ich scherzhaft sagen, die Bernd-Stromberg-Methode ist, jo, das kenne ich selber vom Sex mit dem, das mache ich selbst. Ne? Ja, Spaß. Also, ne? Für alle Stromberg-Fans, ihr kennt das. Wenn ihr das hört, wir brauchen keinen Immobilienmakler, wir machen das selbst, ist das ja eine Einwandbehandlung immer. Wir haben da schon einen Partner, wir brauchen da keinen weiteren, sehr verwandt, sehr vergleichbar. Also eine normale Einwandbehandlung. Und was du hier brauchst, ist wirklich eine sehr schöne, entspannte Art und Weise drauf zu antworten, weil du sagst, ja, das finde ich super, dass sie da erstmal die ersten Schritte selber gehen. Kann ich komplett nachvollziehen, würde ich an ihrer Stelle wahrscheinlich ähnlich machen. Und ganz offen, viele unserer Kunden, die dann den Vermarktungsauftrag platziert haben, haben auch erstmal versucht, das Ganze selber zu vermarkten. Um mal ein paar Punkte zu nennen, wenn sie dann in die gängigen Portale einsteigen, Immobilien Scout etc. pp. Was macht das mit ihrer Immobilie? Also nur mal so ein kleiner Denkanstoß. Ist das dann von dem Wert her noch das Richtige, also die richtige Vermarktungsplattform? Weil wissen Sie, es gibt schon einen Unterschied, ob Sie da reingehen, wo alle sind, oder ob Sie exklusiv auf ein bestehendes Netzwerk zurückgreifen, diese Immobilie quasi nie offen am Markt angeboten wird. Denn das kann ich Ihnen gerne mal zeigen, wenn Sie Lust haben, wie sich da dann auch die Immobilienpreise verändern, wenn Sie es über gängige Portale einstellen im Vergleich zu exklusiven Netzwerken. Sagen Sie, wann haben Sie denn da mal Zeit und wie groß ist Ihr Interesse, dass wir da mal reingehen? Dann kannst du das Thema "Wir machen das selbst" sehr sehr schön abkürzen. Ne? Viele unserer Kunden sind auch erstmal selber losgegangen, da habe ich auch Verständnis für. Nur wenn wir jetzt mal eine Thematik betrachten und hier kommst du als Experte und sagst, okay, im Durchschnitt sind das 150.000 Euro Verkaufspreis, die wir mehr erreichen, dann ist das eine andere Nummer. Ne? Dann hast du Interesse. Und hier ist es ja schon heiß. Also hier ist es ja schon, hey, wir brauchen keinen, wir machen das selbst. Heißt ja, wir wollen verkaufen. Hier solltest du also besonders viel Energie rausgeben, um dann auch dich einmal persönlich mit dem Gegenüber zu treffen und dir mal die Immobilie anzuschauen und den weiteren Weg zu bestimmen. Du kannst auch hier wiederum in die Unterlagenthematik einsteigen oder auch dieses, naja, wie viele Besichtigungstermine wollen Sie in Ihren eigenen vier Wänden stattfinden lassen? Wie oft wollen Sie da dabei sein? Wollen Sie dann wirklich die kritischen Kommentare des neuen Käufers hören? Etc. pp. Also da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, und den möchte ich dir einmal mitgeben, und das ist, wie gesagt, für alle Verkäufer gültig. Viele rufen irgendwo an und wollen irgendwie was wegnehmen, um es zu verkaufen, wenn wir mal im Immobiliensektor bleiben. Ne? Hey, du bist Hausbesitzer, jo, alles klar, willst du verkaufen? Weil ich will gerne Geld verdienen. Und das ist meistens mit Konfrontation versehen. Deswegen lieber erstmal ein Angebot präsentieren, um dann als zweites zu fragen, hast du denn auf der Abgabeseite was geplant? Ja, wir machen das in den Trainings ganz oft, dass wir sagen, Mensch, hier ist Robert Wilhelm, Ihr Immobilienexperte aus Dortmund oder von der Firma XYZ oder einfach Robert Wilhelm, grüß Sie, Herr Müller. Geht ganz kurz um das Thema Immobilien. Sie sind ja, so habe ich hier die Info, Besitzer eines Mehrfamilienhauses. Passt erstmal, ja, okay, super. Grund meines Anrufs ganz kurz. Es ist ja gerade viel Bewegung am Immobilienmarkt und meine Frage an Sie lautet, sind Sie aktuell auf der Suche nach Immobilienzukäufen? Wollen Sie Ihr Portfolio erweitern oder handelt es sich wirklich nur um das eine Mehrfamilienhaus in Ihrem Besitz? So bekomme ich schon mal die Information. Er sagt wahrscheinlich, nee, ich will nicht erweitern, nur ein Mehrfamilienhaus. Okay. Erweitern also nicht. Meine Frage dann daran angeschlossen, in diesem Mehrfamilienhaus, sind Sie da selber Mieter oder ist das komplett fremdvermietet? Nee, das haben wir ja komplett fremdvermietet, haben wir damals vor 8 Jahren gekauft und ja, das ist jetzt eine ganz nette Geschichte, ne? Okay, 8 Jahre ist spannend. Sie wissen ja besser als ich, nach 10 Jahren ist dann auch die Spekulationsfrist vorbei. Welche Planungen haben Sie denn mit der Immobilie? Ja, du siehst also, die Fragestellung ist sehr vorsichtig.
Ich frage ja nie, wann willst du das Haus mit mir verkaufen, sondern ich gehe Stück für Stück in diesen Prozess und hole mir die wichtigen Informationen, weil ich vorher ein Angebot unterbreitet habe und erst dann aktiv nachfrage. Und damit erreiche ich viel mehr Informationsfreigabe des Gegenübers als vorher. Vorher ist immer, ich will nicht verkaufen, geh weg, du bist Makler, du bist doof, tschüss. Hier bekomme ich ganz viele Informationen, mit denen ich dann wertschätzend weitermachen kann. Auch hier kann ich in der hypothetischen Variante mir noch mehr Informationen holen. Auch hier kann ich entsprechende Einwände wieder bekommen, wie wir machen das erstmal selbst und mit meinen Erfahrungen glänzen. Und auch hier kann ich am Ende verbindlich werden. Und wenn du jetzt in einem komplett anderen Thema unterwegs bist als Verkäufer, kannst du davon adaptieren, weil ganz oft ist dieses so kalt ins Gespräch reinspringen, die Vorgehensweise, die zu wenig Ergebnis führt. Vielleicht gehst du erstmal wertschätzend auf dein Gegenüber zu, holst dir die ersten Informationen, indem du auch ein Angebot unterbreitest, mal das Goldtablett, das Silbertablett dahinstellst und dann auf der anderen Seite im zweiten Schritt mal vorsichtig nachfragst, wie denn aktuell die Planungen sind im Bereich XYZ. Für alle Immobilienmakler, die es werden wollen oder die es nicht mehr sind, und alle Verkäufer, die dieses Video gesehen haben, schreib mal in die Kommentare, konntest du was mitnehmen, war eine gute Idee dabei? Wenn ja, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, dann sehen wir uns bald wieder und habe nur die besten Ergebnisse. Bis dann, dein Robert. Ciao.